seinem Fremd. Nein, er kommt tatsächlich aus Deutschland. Wir gehen in den Bereich Elektrotechnik. Er hat aber ein Thema, das uns diesen Winter, glaube ich, alle sehr betreffen wird und oder betrifft, emotional als auch wirklich finanziell. Er hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert an der TU Darmstadt und dann Elektrotechnik und Informationstechnik an der RWTH oben drauf gepackt. Technische Informatik an der RWTH noch oben drauf gepackt und promoviert eben gerade an der ETH in Zürich. Wir begrüßen ihn recht herzlich zurück in Deutschland mit einem 10-Punkte-Applaus auf der Bühne, Tobias Brudermüller. Hallo, dankeschön. Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Tobias Brudermüller und wie gesagt, ich forsche an der ETH Zürich zu einem Thema, das wahrscheinlich sehr aktuell ist, nämlich wie können wir denn nachhaltig und effizient heizen? Und vielleicht haben Sie auch schon gemerkt, hier im Karlsruher Bahnhof ist gerade ein bisschen frischer, oder? Also ich finde auf jeden Fall, der Karlsruher Bahnhof macht hier einen guten Job im Energiesparen. Und da geht es Ihnen wahrscheinlich wie Bernie Sanders. Bernie Sanders, US-Präsidentschaftskandidat, bei der Inauguration-Feier von Joe Biden, frierend auf dem Stuhl, wie er sich immer weiter wegträumte und weiter wegträumte und eigentlich nur an beheizte Räume gedacht hat. Aber was brauchen wir denn, um unsere Räume zu heizen? Natürlich das, was momentan in aller Munde ist, Energie. Und die Einheit der Energie, die wir da immer wieder hören, ist eine Kilowattstunde. Aber eigentlich ist eine Kilowattstunde 3,6 Millionen Joule. Das heißt, die kleinste Einheit der Energie ist eigentlich ein Joule. Und was können wir denn jetzt mit so einem Joule an Energie so machen? Wir können einen Apfel einen Meter in die Höhe heben. Wir können ungefähr 10 Millionen Bits per Wi-Fi schicken. Wir können ungefähr 2 Sekunden mit dem Smartphone telefonieren. Ein Auto um 0,4 Millimeter bewegen. Und 1 Liter Wasser um 0,00024 Grad Celsius erhitzen. Was ich Ihnen damit sagen möchte ist, Kommunikation braucht wenig Energie. Kommunikation ist billig. Und ich gebe zu, das deckt sich jetzt nicht immer ganz mit Ihren eigenen Erfahrungen. Ein falsches Wort und schon hat man zusätzliche Kosten. Aber jetzt Spaß beiseite. Energie in Form von Kommunikation zu verwenden, ist überhaupt kein Problem. Aber Transport und Heizen ist wirklich energetisch gesehen extrem teuer. Und deswegen stellen wir uns natürlich schon die Frage, wie können wir denn nachhaltig und eben effizient heizen? Und der Heilsbringer, der da immer wieder genannt wird, das ist die Wärmepumpe. Und da ich zu diesem Bereich forsche, möchte ich Ihnen das natürlich erklären und muss an dieser Stelle erstmal eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Wir brauchen nämlich dafür Physik. Ja, ich weiß. Aber keine Sorge. Gemeinsam schaffen wir das. Die Physik, die wir dafür brauchen, das ist der sogenannte Rankine-Zyklus. Und der Rankine-Zyklus beruht auf diesem netten Herrn hier, der auch schon bekannt geworden ist durch Sätze wie nachts ist es kälter als draußen. Und wenn du ein Publikum begeistern willst, zeige eine komplexe Grafik. Hier ist sie auch schon, die vereinfachte Darstellung der Wärmepumpe. Oder um genau zu sein, ist eigentlich das hier in der Mitte die Wärmepumpe. Hier ist ein Kühlmittelkreislauf, der so im Kreis fließt. Und hier auf der linken Seite haben wir einen Primärkreislauf. Und das ist eine natürliche Energiequelle, zum Beispiel Erde, Luft oder Wasser. Und was die Wärmepumpe jetzt macht, ist, dass sie die Energie aus diesem Primärkreislauf, der natürlichen Energiequelle, überträgt auf den Sekundärkreislauf und das ist ihr Heizungswasser. Das heißt, hier auf der rechten Seite fließt dann ihr Heizungswasser durch die Rohre und heizt die Radiatoren oder Fußbodenheizung. Und wie die Wärmepumpe das macht, ist, dass im ersten Schritt das Kühlmittel flüssig ist und dann verdampft wird. Und in diesem Verdampfungsprozess wird Wärme aus dem Primärkreislauf aufgenommen, aus dieser natürlichen Energiequelle. Und das kennen Sie auch, das Phänomen von einem Kochtopf. Wenn Sie da einfach einen Wassertopf auf den Herd stellen, den Herd einschalten, dann wird die Wärmeenergie aus dem Herd vom Wasser aufgenommen, das Wasser verdampft. Wir haben also eben Energie aufgenommen. Genau nichts anderes passiert hier. Jetzt ist dieses Kühlmittel also gasförmig und im nächsten Schritt komprimieren Sie das. Und das machen Sie, um das auf ein anderes Temperatur- und Druckniveau zu bringen. Und auch das Phänomen kennen Sie nämlich, wenn Sie bei einer Fahrradpumpe lang genug pumpen, dann steigen Druck und Temperatur, die Pumpe wird selber nämlich auch warm. Diese Energie können Sie jetzt also nutzen. Entschuldigung, dafür muss ich noch kurz sagen, das wird später nämlich wichtig, dass wir hier für den Kompressionsvorgang nämlich elektrische Energie brauchen. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Strom dazugeben. Das ändert aber nichts daran, dass wir jetzt diese Energie wieder abgeben wollen auf den Sekundärkreislauf. Und das machen wir wieder über einen Kondensationsprozess. Das heißt, wir lassen das gasförmige, komprimierte Kühlmittel einfach wieder flüssig werden.
Und das Phänomen kennen Sie auch von der Espressomaschine. Wenn Sie da Milch aufschäumen wollen, dann fließt heißer Wasserdampf durch diese Düse da oben, trifft auf die kalte Milch, gibt die Wärmeenergie ab und die Milch wird warm. Und jetzt, da das Ganze einen Kreislauf bilden soll, den Sie immer weiter betreiben können, müssen Sie also dieses jetzt wieder flüssige Kühlmittel auf das Ausgangsniveau bringen. Und das machen Sie, indem Sie eben Druck und Temperatur reduzieren, also ein Expansionsventil öffnen. Und schon können Sie wieder Energie aus dem Primärkreislauf aufnehmen. Und jetzt haben Sie vielleicht verstanden grundsätzlich, wie man nachhaltig heizen kann, indem man also eine primäre Energiequelle in Form von einer natürlichen Energiequelle nutzt und vielleicht noch grünen Strom dazu steckt. Davon können wir jetzt mal ausgehen, dass wir das hoffentlich hinkriegen. Dann ist natürlich die Frage, wie können wir denn jetzt effizient heizen? Und die Effizienz ist grundsätzlich ja erstmal Nutzen durch Aufwand. Was hier unser Nutzen ist, das ist die abgegebene Wärmeenergie, also das, was an den Sekundärkreislauf geht. Was unser Aufwand ist, das ist die aufgenommene elektrische Energie. Und in der Theorie haben wir hier einen super Wirkungsgrad, nämlich von ungefähr 4. Warum sage ich jetzt in der Theorie? Naja, weil die meisten Wärmepumpen nicht so laufen, sondern ehrlich gesagt eher so laufen. und das hat viele Gründe. Zum Ersten gibt es eine hohe Vielfalt an Systemen. Das heißt, die Systeme sind komplex, es gibt nicht eine Lösung für alle. Wenn man noch eine PV-Anlage hat und so weiter, dann wird es schon komplexer. Das heißt, wir brauchen individuelle Lösungen. Zweitens sind viele Systeme konservativ eingestellt. Heißt, der Installateur kommt, installiert die Anlage und hat im Wesentlichen eigentlich erstmal kein Interesse daran, dass er nach einer Woche wiederkommen muss, weil sie anrufen und sagen, ah, bei mir ist aber ein bisschen kalt. Das heißt, tendenziell sind die Kurven alle ein bisschen zu hoch eingestellt. Und dann werden Systeme, die halt nicht, die keine Beschwerden machen, werden einfach nicht weiter optimiert. Es gibt viel zu wenige Experten. Wenn Sie jetzt versuchen, Energieberater zu kriegen, wird momentan schwierig. Und auch Fernüberwachung ist nicht überall flächendeckend möglich, weil ganz viele Wärmepumpen nämlich keine Internetanbindung haben, wo irgendwie Sensordaten aus der Anlage ausgelesen werden. Das ist was, was jetzt kommt, was viele Hersteller auch als Use Case entdeckt haben. Es braucht aber noch eine Weile. Und so eine Wärmepumpe ist tendenziell 20 Jahre im Feld. Das heißt, das wird uns auch noch ganz schön lange begleiten, dieses Thema. Das zusammen bedeutet, dass viele energetische und kostentechnische Optimierungspotenziale da draußen einfach verloren gehen. Und die würden wir natürlich gerne erreichen. Und das ist auch deshalb relevant, weil wenn Sie eine Wärmepumpe installieren, dann verdreifachen Sie ungefähr den Stromverbrauch eines Haushaltes. Und das hat den Grund, dass alles, was Sie vorher fossil geheizt haben, in Form von Öl oder Gas, müssen Sie jetzt elektrifizieren. Und wenn das mal alle machen, dann sind wir doch schon sehr interessiert daran, hier einzusparen, weil wir hier einen großen Hebel haben. Und die Lösung, die wir dafür haben, und genau dazu forsche ich, das sind Stromzählerdaten. Das heißt, ich schaue mir Daten an, wie diese hier. Das hier ist übrigens links ein Stromzähler der ein bisschen neueren Generation, ein sogenannter Smart Meter. Und der liefert alle 15 Minuten einen Wert über den Energieverbrauch eines Hauses und funkt das an den Energiebetreiber. Und dann entstehen hier solche schönen Zeitreihen, wie Sie hier sehen, mit einigen Mustern. Hier hat man so einen kleinen Peak und dann so ein Plateau. Und das tritt eben immer wieder auf. Vielleicht glauben Sie mir das noch viel mehr, wenn ich Ihnen so eine Darstellung zeige. Und zwar, wenn man ein Jahr lang an Smart-Meter-Daten hier mal so aufträgt, dann sieht man, und zwar in der Form, dass man auf die X-Achse die Tage legt und auf die Y-Achse die Uhrzeit, dann können Sie an verschiedenen Pixeln farblich kodieren, wie hoch der Energieverbrauch zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Tag war. Und ich habe jetzt hier leider keine Zeit, ins Detail zu gehen. Allerdings möchte ich Ihnen trotzdem mal so ein Beispiel mitgeben, dass Sie das vielleicht verstehen. Hier sehen Sie zum Beispiel eine Heizgrenze hier im Mai. Das heißt, das Heizsystem schaltet hier komplett aus, weil es draußen warm genug ist und analog dann im Herbst wieder ein. Oder hier oben sehen Sie zum Beispiel Warmwasserproduktion von 20 bis 22 Uhr. Das Warmwasser, das Sie dann zum Duschen nutzen. Das passiert nämlich ein relativ hoher Energieverbrauch durchgängig durchs ganze Jahr, auch im Sommer. Und ja, ich schaue mir solche Daten und Bilder von mehreren tausend Haushalten in der Schweiz an und versuche Algorithmen beizubringen, dass sie genau dasselbe sehen wie ich und sehen, welche Systeme optimal laufen und welche nicht. Und wenn sie es dann tun, ja, dann freuen wir uns und bringen das möglichst schnell in die Anwendung, sodass es direkt auch wirklich in der Praxis Wärmepumpen überwacht. Dass es ein vielversprechender Use Case ist, das möchte ich Ihnen auch noch mitgeben. Kollegen von mir am Institut haben ungefähr 300 Haushalte vor und nach der Optimierung von Wärmepumpen beobachtet. Und Optimierung heißt in dem Fall, dass ein Energieberater vor Ort war, nur die Wärmepumpe anders eingestellt hat, nichts zusätzlich installiert hat. Und es hat sich gezeigt, dass ungefähr 50% der Haushalte eine deutliche Ersparnis hatten, und zwar bis zu 1800 Kilowattstunden pro Jahr.
Das ist wirklich ziemlich viel, wenn Sie da mal so einen Strompreis anlegen von vielleicht 35 Cent pro Kilowattstunde und momentan sind die Strompreise höher, liegen sie eher so bei 44 Cent oder so, dann sind es 630 Euro pro Haushalt und Jahr. Wow. Danke, wow, Rainer. Genau, und Sie könnten davon analog auch von diesen 800 Kilowattstunden 750 Tage am Stück fernschauen oder 1800 bis 5000 Waschmaschinen laufen lassen. Was ich Ihnen also damit sagen möchte, ist, dass die Wärmepumpe wirklich ein richtig tolles Ding ist, dass Sie allerdings Ihrer Wärmepumpe auch schon ein bisschen Liebe schenken müssen. Das heißt, Sie müssen schon die richtigen Einstellungen finden und hoffentlich schaffen unsere Systeme, Sie dabei zu unterstützen. Und an alle anderen, die noch keine Wärmepumpe haben, möchte ich mitgeben, auch wenn der nächste Winter vielleicht ein bisschen kälter wird, lassen Sie uns doch einfach als Gesellschaft ein bisschen enger zusammenrücken und dann wird hoffentlich jedem warm. Dankeschön. Der zweite Start.